Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon Büren Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und KD Fliesentechnik. Eine interessante und zugleich auch aufrüttelnde Ausstellung wurde in diesen Tagen im Pavillon des Mutterhausgartens der Franziskanerinnen eröffnet. Auf 16 Plakaten wird gezeigt, wie Schutzsuchende an den Grenzen der EU mit ihrem Recht auf Asyl scheitern. Eine der Initiatoren, Frau Dr. Waltraud Teigler, stellte uns diese Thematik vor. Warum flüchten Menschen überhaupt? Sie fliehen vor Krieg und Bürgerkrieg, vor politischer Verfolgung, vor Terror und vor zerstörten Lebensgrundlagen. Deutschland und Europa haben einen großen Anteil an den Fluchtursachen. Nämlich, wir liefern Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Wir unterstützen zerfallene und autoritäre Regime. Wir fördern ausbeuterische Wirtschaftsmodelle und wir betreiben eine restriktive Klimapolitik, die die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört. Es gibt keinen Grund, den Geburtstag der Genfer Flüchtlingskonvention zu feiern, denn Europa bricht das Völkerrecht. Europa hat 2016 den Deal Deutschland mit der Türkei geschlossen. Das ist ein Bruch des Völkerrechts, denn die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention nur für Flüchtlinge aus Europa unterschrieben. Flüchtlinge, die aus anderen Ländern kommen, werden ohne Prüfung ihrer Fluchtursachen und ohne angehört zu werden, in der Regel in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Es ist Bruch des Völkerrechts, aus Europa jemanden zurückzuschicken in ein Land, was die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben hat. Deutschland und die EU rüsten die Türkei seit vielen Jahren auf. Und was macht die Türkei mit den Waffen? Wo kommen sie zum Einsatz? Zum Beispiel gegen die Kurden in Nord- und Nordostsyrien. Diese Gebiete wurden gebraucht, um syrische Flüchtlinge anzusiedeln und das in Zusammenarbeit mit der EU. Dummerweise lebten in diesen Gebieten vorher Kurden, die erst vertrieben wurden. Zur Erinnerung, 2012 hat die EU den Friedensnobelpreis erhalten. Europa ist reich genug, um vieles auszulagern, was stört. Müll kann man besser in Ländern ablagern, als es selber beseitigen. Überproduktion von Lebensmitteln zu exportieren ist preisgünstiger als zu entsorgen. Steinkohle aus prekären Bergwerken zu importieren ist angenehmer als die regenerative Energie auszubauen. Und Flüchtlinge an den Grenzen zu haben ist unangenehmer, als sie schon in Afrika am Weiterziehen zu hindern. Seit 2016 wird zum Beispiel die nicht staatlich organisierte libysche Küstenwache von Europa finanziell unterstützt. In diesem Zusammenhang muss man zwei Begriffe klären. Einmal Pushbacks. Das bedeutet, dass Menschen, die Europa schon erreicht haben, ohne Prüfung ihrer Schutzbedürftigkeit zurückverbracht werden in Länder, die sich nicht an die Respektierung der Menschenrechte gebunden fühlen. Und Pullbacks, das bedeutet, dass Schiffe, die zum Beispiel von Italien und Malta auf dem Mittelmeer gesichtet werden, nicht geholt werden, sondern direkt der libyschen Küstenwache gemeldet werden. Und in Libyen werden die Menschen dann in Lager verbracht, in denen die vor Gewalt Geflüchteten genauso schlimme Gewalt erfahren müssen, wie die, vor der sie geflüchtet sind. Deswegen sind Push- und Pullbacks nach Libyen Menschenrechtsverletzungen. Seit 2009 werden Boote auf dem Mittelmeer auch mit deutscher Hilfe, mit deutschen Hubschraubern abgefangen und der libyschen Küstenwache übergeben. Warum sprechen wir darüber und warum überhaupt diese Ausstellung? Ich gehöre noch zu der Generation, deren Eltern dazu Stellung beziehen müssten, warum sie sich im Dritten Reich so verhalten haben, wie sie es taten. Die häufigste
Erklärung wahr oder unwahr hieß, das haben wir nicht gewusst. Wir leben in anderen Zeiten, Gott sei Dank. Andere schlimme Dinge passieren. Eine andere Generation wird fragen, warum habt ihr euch so verhalten? Warum habt ihr unsere Werte nicht gelebt, statt sie nur noch auf dem Papier stehen zu lassen? Warum habt ihr Menschenleben geopfert? Warum habt ihr sie ertrinken lassen? Warum habt ihr das alles zugelassen? Dann soll wenigstens keiner sagen können, das haben wir nicht gewusst. Die Frage stellt sich, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? In einer Gesellschaft, die auf Ausgrenzung, Abschottung und autoritäre Strukturen setzt? Oder in einer weltoffenen, demokratischen und humanen Gesellschaft? Es ist an uns, die Frage zu beantworten. Wir können uns informieren und Stellung beziehen, denn wir sind es, die die Gesellschaft gestalten. Am Eingang eines Lagers steht dieses Schild, Hope, Hoffnung. Hoffen wir, dass es einmal gelingt, dass Europa sein Geld investiert in die Bekämpfung von Fluchtursachen anstatt in die Bekämpfung der Flüchtlinge. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.